Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit Strange Noise. So, unser Vögelchen, unser Phönix. Hi. Es geht. Interagieren. Ach, wir können ja umbenennen. Cool. Eins beschwören. Gut. Oder wenn ich hier drauf gehe. Ah. Oh. Das ist cool. Ausblenden. Ah, kann ich ihn jetzt einfach so beobachten? Ne? Das ist schön. Das gefällt mir. Gut. Ja, wir haben das Tierwesen letztes Mal gemacht. Wir haben ein paar Aufgaben, glaube ich, noch. Naja, fertige. Unterricht in Geschichte für Zauberei. Okay. Ja, bin ich für Zauberunterricht? Ich glaube ja, ne? Aber nicht hier. Hier ist nur. Nati, Trauen und Vergeltung. Und hier haben wir dann wahrscheinlich Zauberunterricht und irgendwo da hinten Poppy? Poppy, ja. Dann gehen wir mal hier hin. Hm, müssen wir denn da hin? Mal da hin, komm. Schauen wir mal. Welchen Unterricht haben wir denn noch nicht besucht? Frage ich mal gerade so. Meine Mutter freut sich so darauf, dass ich bin gerade echt im Überlegen. Welchen Unterricht haben wir denn noch nicht gemacht? Revelio. Welchen Unterricht hatten wir noch nicht? Bin ich echt raus? Die Kleine ist jetzt Lehrerin. Das ich dachte, da werde ich jetzt auch zum Dingenswummens hier hingehen können. Theoretisch. Okay. Zum B. Ach, hier. Da waren wir doch schon mal drin. Aber finde ich auch gut, dass jetzt die ganzen Schüler sich jetzt hier gesammelt haben. Finde ich eigentlich sehr nice. Aber gut, schauen wir mal. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie befassen. Oh nein, das ist ein Minispiel, wach zu bleiben. In den Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Ja. Ich finde es lustig. Ich glaube, Professor Binns war auch in Harry Potter, ne? Des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Was ist denn hier passiert? Ja. Es scheinbar findet Unterricht von... Oh. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lord Gog meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft.
Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Und weg ist er. Ja, interessierte Schüler kennen ihn hier in der... Können Sie mir sagen, wo ich Grimbald Weft finde? Ah ja, Grimbald Weft. Flink mit Nadel und Faden, der Gute. Er ist ein faszinierendes Relikt des Koboldaufstands von 1752. Er ist ganz in der Nähe zu finden. Er hockt in seiner Kiste. Okay, in seiner Kiste? Ouagadous Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Den Unterricht zu verlassen, um durch die Schule zu wandern, entspricht Professor Binns Lehrmethode. Er weicht nie aus der Eingangshalle des Glockenturms. Gucken wir hier unten. Revelio! Oh, guck mal hier. Das ist hier plötzlich noch so ein Handbus, Leute. Grimbald Werft. Achso, das ist. Ach, das war er. Das ist der Schild des berühmten Schneiders Grimbald Werft. Der Weft, ne? Der während der Kobolds auch schon von 1752 mit seinen geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Hexenzauber fliegte und so verhinderte, dass sie im Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Werft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Okay. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Puddle von der heiteren Miene. Ein jahrhundertealtes Abbild von Pangor Don. Furchtloser Mäusejäger und unübungsvoller Lernpferd. Er hat seine. Die Problem. Leute haben ihre Haustiere schon immer geliebt. Das gibt mir Kraft. Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Naja, wir sind mitten im Unterricht drin, würde ich mal sagen, ne? Revelio. Dann schauen wir doch mal. Winkender Ritter. Diese Rüstung gehört zur Affelpuddel von der heiteren Marine. Einem legendären, freundlichen Ritter, der dank seiner freundlichen Art und seines Verhandlungsgespürs angeblich jede Schlacht gewann, bevor es überhaupt zum Kampf kam. Einige vermuteten, dieser Erfolg könnte an einem besonders mächtigen Fröhlichkeitszauber gelegen haben, mit dem er sich selbst belegte. Okay. Ach, ups. Uns gewunken. Jedem Bekanntschaft mit der winkenden Statue zu schließen. Revelio. Nichts auf der Welt ist so magisch wie Geschichte. Staubige, unabänderliche Geschichte. Er mit seinem Zauberstab wieder. Er hat immer noch diesen Bug. Professor Binns, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben machen, sagt man. Man heißt auch die Geschichte. Sage ich das gerne. Die Gewinner schreiben die Geschichte, heißt auch, ne? Von daher. Wie können wir so viel tun und so wenig erreichen? Das ist auch mal das Bild, stimmt ja.
Ja, das war Unterricht mit dem Professor Binz. Fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Klar, als Schüler wahrscheinlich mega ätzend. So, mussten die winkende Statue im Soch. So, nee, das haben wir freigeschaltet. Achso, das sind die Beschwörungen hier. Ups. Hoppala. Okay, hier, da müssen wir hin. Ich wollte gerade sagen, hä? Hogwarts war doch da, die winkende Statue. Und der Typ im Kasten. Jetzt sind hier noch drei Stück. Also echt gut dabei. Da ist der Typ im Kasten. Sind super gut dabei. Wow! Krass. Ich bin echt begeistert. Das scheint echt gut zu funktionieren für uns. Nun gut. Wir haben das geschafft. Dann haben wir noch unser Gespräch mit Miss Poppy. Gucken wir doch mal. Weil wir müssen noch die Beziehungen mit den allen beenden irgendwie, ne? Beenden, Beziehungen beenden, eher so abschließen. Beziehungsgeschichten. So. Dafür müssen wir aber hier lang. Mir fehlt ja noch irgendwo eine Handbuchseite, by the way, ne? Okay, die Kodierung klang jetzt anders. Es fehlen noch sechs Stück. So, hier haben wir jetzt alle. Ah, hier fehlt noch mal einer. Okay, hier haben wir alle. Da fehlen fünf Stück in der großen Halle. Haben wir noch ganz viel? So, ja. Großen Halle und hier. Fehlt uns also in dem Geflügel. Glockenturm fehlt uns auch noch eine Seite. Na gut. Ich mache mal eben kurz eine Pause. So, da bin ich wieder zurück. Jetzt geht's weiter. Rebellion. Wo ist denn die gute Papi? Hallo Poppy, bist du? Bist du hier? Bist du da? Jetzt glaube ich Poppy. Ein Glück, dir geht's gut. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Wir haben doch noch erfolgreich überlebt, wir beide zusammen. Und Binsunterricht auch. Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete.
Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Kommt manchmal ein bisschen dumm vor, finde ich. Allgemein kommen wir alle im Chars Anfang so ein bisschen dumm vor hier. Ja, die sind ja auch noch Kinder, ne? Von daher. Was soll man machen? Rebellio! Ui, ups. Hängen geblieben. Ich weiß mal, dass ich keinen richtigen Steigflug machen kann. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir hier noch? Terrasse. Hier ist nix. Weißt du, hier sind so viele Dächer und so. Dass da nichts gemacht wurde, so. Das Einzige, was wirklich was gemacht wurde, ansatzweise, ist halt oben beim Schulleiterbüro, aber da kommst du ja eigentlich auch anders hin, ne? Ja, finde ich echt ein bisschen schade, dass die so. Rebellion. Auf den Dächern von Hogwarts gar keine Geheimnisse waren. Also die mit dem Besen erkunden kannst, sondern einfach nur alles nur per Fuß. Wie zum Beispiel auch hier vor uns, ne? Das mit diesen Fröschen und so. Hätte ein bisschen mehr gekonnt. Na gut. Was machen wir denn als nächstes? Sparen wir mal so, ne? So, hier sind wir jetzt soweit fertig. Wir haben die Rennen fertig gemacht. Bin jetzt in der großen Halle noch das Gespräch mit Nati. Machen wir mal, ne? Komm, machen wir da weiter. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Rebellion. Oh, ist der Bombe oben so am komisch am Rauchen? Oh, ist alles wieder abgehangen worden, also Gryffindor. Schade. Ob uns der Professor vielleicht auf die Schliche gekommen ist? Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Dann sprich. Unglaublich, dass wir den Aschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Willst du die Aschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert.
Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut, egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Ich finde ihre Storyline irgendwie langweilig. Ja, nicht ganz, aber... Revelio! Es interessiert mich halt so wirklich eigentlich gar nicht. Kann man fast schon sagen. Leider. Ist echt ein bisschen schade. Oh, ein mega Powertrunk. Wo ging's hier hin? Außen? Ah ja. Ach ja, hier ist ja der Hufflepuff. Ich finde es aber interessant, dass hier wirklich so die Schüler relativ viel gemischt sind, ne? Aber wenn man so mal ein bisschen die Harry Potter Bücher anschaut, dann ist eigentlich nie so beziehungstechnisch irgendwas über die Häuser hinaus gelaufen, ne? Und hier siehst du eigentlich echt alle Schüler immer mit anderen, hier Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff und so weiter, ne? Das ist ja eigentlich alles hier. Deswegen finde ich ein bisschen schade. Klar gab es so ein paar hier, ne? Cedric Diggory und Harry Potter zum Beispiel dann, aber auch nur wegen gewissen Umständen, sage ich mal, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Also in Harry Potter, nicht hier. Und das ist cool. Ein Champion wurde aktualisiert, cool. Ich hab's ja so oft gespielt. Revelio. Und da steht die Kiste, die ich schon habe. Ja, ich versuche irgendwie noch rauszufinden, ob ich hier irgendwo noch einen Drachenspeierkopf oder so übersehen habe, weißt du? Ob irgendwas noch fehlt, das ich nicht gesehen habe. Deswegen aber. Ja, ich finde es ganz gut aus, ne? I don't know. Wieso kann ich hier nicht landen? Muss ich verstehen, warum kann ich auf der Brücke landen? Hier landen? Ne, hier darf ich auch nicht landen. Die bekomme ich nicht. Revelio. Doch dem nicht. Hier ist ja auch. Ne? Zumindestens. Hier kommen wir nur noch in diese große Halle da, ne? Genau hier. Irgendwo noch irgendwas, was ich nicht gemacht habe. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum. Schnell Gewächshausen? Ist da jemals komplett fertig? Richtig. Revelio. Problem kann ja auch überall sein, ne? Kann über mir sein, kann unter mir sein. Ja, irgendwie einen Geheimgang geben oder sonst was. Schauen mal, da sind Pflanzen zum Sammeln. Was ist das?
Da ist meine erste Zucht, da ist der Eingang zu dem Dungeon. Das ist für nichts mehr, ne? Okay. Gut, dann sind wir in Hogwarts scheinbar soweit erstmal fertig. Okay. Die eine Handbruchseite finden, das wird echt eine Katastrophe. Aber gut. Ja, hier fehlen uns ja nur noch ein durchschnittlicher Gegner und 7 Truhen. Gut gemacht von mir geworden gewesen hier, ne? So. Oh, hängt schon wieder. Hier haben wir nochmal das Bestchen und einer. Okay. Oder hier ist Sebastian. Ja, den Sebastian oder den Sebastian? Wen willst du treffen? Eine Besen fehlt mir auch immer noch, ne? Eine Besen. Der meines Erachtens eigentlich gekauft hatte, aber. Jemanden wäre schon gequatscht gehabt. Immer der gleiche, der ist Roha. Hier ist Pyra. Gehen wir mal zu Pyra. Schauen uns den mal an. Oder die. Kommt zwar eine die, ne? Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Erstmal gar nichts, weil will ich da reingehen. Surprise, Motherfucker. So. Hoffentlich. Hier unser letzten Besen oder so. Ja nicht, dann schauen wir mal. Doch. Ja? Zu meinem letzter Besen, bitte. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Ich kaufe mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier uns leer machen oder die 10%, ganz ehrlich. Was interessiert mich die? Was interessiert mich jetzt noch Geld, ne? Also was mich noch interessiert, ist halt das Level und dann Sachen kriege. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ja, endlich. Oh, und dadurch, weil wir das geschafft haben, kommen wir zum Toffee. Poppy noch eine Aufgabe bekommen. So, endlich. Alle Besen. Komplett. So, Besen, alle Tiere, obwohl wir das eigentlich hier noch fangen müssen. So. Drei Sachen hier noch. Das ist komplett dann hier. Zum Beispiel erkunden müssen wir noch 6 Sachen. 8 Sachen. Na gut, dann teilen wir die Kisten, aber es sind 7. Obwohl, wir haben noch kurz ja. Aber wenn wir in der Umwelt haben, wir noch 7 Kisten, ne? Ja. In Hogwarts haben wir keine Kisten mehr. Heißt, mir fehlt. Mindestens ein Schmetterling. Die Bauernpost wird wahrscheinlich jetzt eh vorgelesen. Fehlt also wahrscheinlich ein Schmetterling, denke ich mal. Mit der Herausforderung, das wahrscheinlich auch. Und das ist ja. Herausforderung, ne? Ja. Herausforderung die 3 und der eine ist Auftrag. Heißt, mir fehlt irgendwo noch ein Schmetterling. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schrumpf. Revelio! Triff mich im verbotenen Wald. Triff mich im verbotenen Wald. Na, hab ich gar keinen Bock zu. Was hat das gesehen? Ja, aber wo könnte hier noch ein Schmetterling sein, ne? Hier noch Schmetterlinge sein? Ist da jemand? Du bist so stark hier, was? Ich bekomme ich euch in Rio, oder? Revelio! Nein, ist er nicht. Weiß nicht, wie weit ist die Weitsicht für Schmetterlinge? Das ist, wie die sehen. Frag ich mich. Deswegen. Fragen über Fragen. Hier waren wir ja schon gewesen, ne? Revelio. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Na,
Nach dem Krieg werden wir die Welt der Zauberei knechten. Ich werde deinen Tod rächen. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Petrificus Totalus. Bis sonst. Rebellion. Ich denke mal, hier habe ich das schon ein bisschen länger gemacht, oder? Sehr cool, wenn man so einen Spitzlänge-Counter hätte. Na gut. Ach komm, hier soll noch Apple greifen. Hallo. Ich wollte wissen, wie lange ich brauche, um Ampfschiss von mir zu kriegen. Ist hier auf diesem See irgendwas? Revelio. Ja, leider nicht. Es war auch nichts auf der Karte wie tunmäßig gesehen gehabt. Hier waren zwei Trolle. Ich habe es London gespürt. Die Trollpopel. Revelio. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Oh, ein paar Trolle gekillt. Also der Herausforderung bin ich auch ein bisschen näher gekommen jetzt. Zack, noch 5 Stück. Ja, war auch so lange für. Na gut, genug Zeit geschindet und so weiter. Wir machen nächste Folge einfach hier Sebastian, würde ich sagen. Also, sehen wir uns da wieder. Haut rein. Ciao, ciao.